Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Battlefield 1. Wir haben noch ein Fahrzeug hier zu zerstören. Ja. Haben aber kaum noch Muni, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht so schön. Aber das scheint mehr oder weniger unbewacht. Von daher, Dynamit. Bitteschön. Und dann geht's auf. Nachdem Sarah den Ort gesichert hatte, konnten wir die Falle für den nahenden Zug vorbereiten. Okay, und unsere Jungs kommen. Schön. Wir müssen allerdings hier noch ein bisschen draufhalten, wie mir scheint. Das ist unsere, ja. So, damit hätten wir jetzt keine Munition mehr. Alles klar, dann schaue ich mich mal um, ob wir hier noch irgendwas finden. Wir hatten noch da oben noch ein Geschütz, oder? Ja, sieh mal einer an. Mal gucken, wie lange das durchhält. Drehen, drehen, drehen. Zielen, Feuer. Sitzt. Laden wir mal nach. Haut die etwa ab. Ist ja nicht so schön hier. Ah ne, ich glaube, sie wollen einfach nur auf uns feuern. Okay, sollte ich vielleicht mal hier wieder weggehen? Vor allem, weil das Ding jetzt gerade um die Ohren fliegt. Mörser, das wäre doch eine Idee, ne? Mörsern wäre vielleicht eine ganz sinnvolle Sache hier, hm? Wer ballert? Ah, wahrscheinlich die Flieger. Dann passt das ja soweit. Das ist auch kein Mörser. Können wir damit irgendwas reißen? Yep, können wir. Freut mich ja. Ach, und der fährt dann immer entsprechend, dass er uns aufs Korn nehmen kann. Dann sollte ich halt mal versuchen, jetzt so viel wie möglich hier schon wegzuschießen. Okay, und das war's mit dem Geschütz und auch mit unserem Leben. Alles klar, machen das Ganze doch einfach nochmal. Ich glaube, sobald er anfängt, soll die von dem Geschütz weggehen. So, da geht's schon mal los. Fangen wir mit dem Geschütz hier an. Ein Schuss sitzt. Lad bitte nach. Zweiter Schuss sitzt. Ach nee, die Flieger, glaube ich, die greifen mich an. Habe ich so den Eindruck. Haftmine vielleicht gerade nicht so. So, ich helfe dir mal gerade. Vielleicht freut dich das ja. Ja, komm, Stielgranaten sind auch nicht verkehrt. Panzerbüchse, das wäre was für die Nummer 2, oder? Ah ne, das ist auch eine 3. Und dann schauen wir mal. Au. Komm, einen Schuss haben wir noch. Sehr schön. Können wir da oben direkt noch weiter ballern. Na gut, die Kollegen kommen ja auch noch von allen Ecken angestürmt. Na, da waren wir wohl schon dran.
Haben wir hier noch Schönes? Mine. Gerade nicht, bitte. So, bitte mal ans Geschütz und bitte mal draufballern, was das Zeug hält. Ich glaube, das war's mit dem Geschütz gerade, oder? Warum hat ja auch keiner von denen eine anständige Flakabwehr? Ja, das Geschütz ist durch. Da hatte ich ja gerade Glück, dass ich mich nochmal verzogen habe. Frames brechen auch weg bis zum geht nicht mehr gerade. So, Hälfte haben wir aber. Genau, warte ich mal kurz. Lad nach, bitte. Sind alles unsere, oder? Ja. Schön, da hat sogar noch einen zerlegt. Kann die noch einen zweiten Schuss abfeuern? Ah, jetzt ist nicht nachgeladen. Na gut. Nächster Versuch. Ja, wie gesagt, die Geschützen halt insofern sehr nervig, weil da direkt tot sind, wenn wir da einmal ordentlich mitgetroffen werden. Ich denke mal, die Panzerabwehrgranate ist, oder dieses Panzergewehr ist dann doch sinnvoller erstmal. Wohl, warte mal, komm. Zack, runter. Dann versuchen wir hier erstmal die ersten Schüsse abzugeben. Das sollte ja schon mal was bringen, bevor er sich dann umentscheiden kann, der Panzer. Der Zug. Okay, da kommt der Luftangriff. Ich verziehe mich. Das Ding steht tatsächlich noch. Ich allerdings glaube ich nicht mehr, wenn ich so langsam hier mir das mal anschaue. Okay, das Ding ist jetzt durch. Schade. Na gut, das kannst du halt hier auch vergessen. Bitte nachladen. Hoffen, dass jetzt keiner angreift. Und wir mal wieder einen Schuss abgeben. Na gut, das Ding ist gleich weg, 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 weg. Alter, Fehler. So, das nächste Geschütz ist zerstört. Wir haben ja noch ein paar da. Haftminen bringen leider nicht so viel. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der halt was macht, um den Zug hier zu zerstören, oder? Kann das sein? So, anvisieren. Feuer. Nachladen. Haben wir jetzt wieder ein bisschen Zeit, bis der darüber fährt. Nochmal nachgeladen. Kriegen wir noch einen Schuss ab? Wäre ja schön. Okay, jetzt sollten wir uns verziehen. Ah, wir haben schon mal ordentlich getroffen. Das lohnt sich doch. Da unten wäre das nächste Geschütz. Also geht's weiter. Zielen. Moment, bleib bitte dran. Lade nach. Nächster Schuss. Einen kriegen wir wahrscheinlich noch hin, oder? Ich merke schon, ich werde hier wieder viel zu gierig. Aber es hat diesmal noch funktioniert. War hier das Panzergewehr? Ja.
Könnte man damit vielleicht dann das, den Zug ausschalten? Boah, ich hatte gerade schon Panik, dass mir das Spiel abgestürzt ist. Die gute Dame wollte einfach nicht die Leiter hochgehen. Da wäre halt auch noch eine Kanone. Funktioniert das denn von hier aus? Jawohl. Dann haben wir es ja schon fast. Jawohl, der Zug ist durch. Wir haben es geschafft. Was sagst du dazu, Sarah? Und du hast recht, wir müssen größer denken und handeln. Also auf zum Suezkanal. Sag mal, was weißt du über Schlachtschiffe? Gegen Ende des Ersten Weltkriegs waren die Osmanen aus Arabien vertrieben. Allerdings brachen Frankreich und Britannien ihr Versprechen einer arabischen Unabhängigkeit. Lawrence ist bis heute umstritten. Der Krieg um das Öl wird immer noch geführt. Ja, und damit haben wir dann auch den letzten Teil der Kampagne abgeschlossen. War das letzte Kapitel der Kampagne abgeschlossen. War jetzt auch quasi in einer Session, also abgesehen von den ersten drei Folgen, die ich vorher aufgenommen hatte. Wie ihr seht, nicht allzu viel erkundet, was das angeht, aber das war ja auch, wie gesagt, ich wollte die Story hauptsächlich mal durchmachen und denke, das ist mir dann doch einigermaßen gelungen. So, damit hätten wir die Kriegsgeschichten alle beendet. Und wie schon bei den vorherigen Teilen, es ist sehr angenehm, hat für angenehme Kurzweil gesorgt. Also, wie gesagt, die Kampagnen sind ja nie so wirklich lang bei Battlefield, aber sie sind vorhanden, was mich auch schon mal freut. Und bisher haben sie eigentlich auch immer relativ viel Spaß gemacht. So, von daher, Codex-Einträge, ja, knapp die Hälfte, Feldern-Bücher nicht wirklich viel, aber wir haben die Kriegsgeschichten abgeschlossen. Können wir denn hier vielleicht jetzt irgendwo, genau, Credits mal laufen lassen? Zum Abschluss. Und ich bedanke mich als allererst fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht beim Anschauen. Und mir hat die Kampagne auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Dann gucken wir mal, wie es da mit Multiplayer-Schlachten aussieht, ob sich da ein paar Leute finden werden. Bin ich aber dann doch ganz zuversichtlich. Gebe ich zu. Und ja, Mangos, gab es irgendwelche Mangos, die mir spontan einfallen? Die Länge eventuell, aber wie gesagt, das ist ja nicht der Hauptgesichtspunkt der Spiele oder der Battlefield-Teile. Grafisch halt absolute Wucht. Also wie gesagt, ich habe selten Spiele gesehen, die so gut aussahen. Es lief ja auch einigermaßen rund, muss ich sagen. Wie gesagt, so immer bei diesem Wechsel zwischen Zwischensequenz und Spiel gab es halt immer ein paar Ruckler am Anfang, so für die erste Zeit. Zwischendurch auch mal wieder ein paar Ruckler, wenn die Grafikkarte nicht so ganz herkommt. Unschön, aber ist halt nun mal vorhanden. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu nervig. Und ja, wie gesagt, die Geschichten waren auch schön kurzweilig. Was ich ja, wie gesagt, nochmal hier positiv anmerke, man hat zwar verschiedene Charaktere, aber man ist halt nicht immer zwischen hin und her gewechselt, sondern pro Charakter gab es dann ein Kapitel, das man dann auch am Stück durchmachen konnte. Wie historisch
aktuell oder wie historisch akkurat das Ganze ist. Historisch aktuell ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich. Kann ich leider nicht sagen. Da ist jetzt, fehlt mir dann doch so das Geschichtswissen, was das, was den Ersten Weltkrieg angeht. Aber wie gesagt, die Storys waren eigentlich ganz schön erzählt. Und ich hatte eine Menge Spaß beim Spielen. So, da werdet ihr euch mal mit den Credits jetzt allein lassen. Hoffe, euch hat es auch gut gefallen. Und wir sehen uns mal bei einem der nächsten Projekte wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao, ciao. Euer Peacemaker.